12.8. Heute ist der Tag der Elefanten. Was fällt mir dazu ein? Mir fallen ein die Elefanten, die auf dem Schreibtisch von Juliane Weber standen. Juliane Weber war die Mitarbeiterin von Helmut Kohl. Elefanten in jeder Größe und Art. Elefanten sind sehr kluge Tiere. Man sagt, sie seien Besitzer von Spiegelneuronen. Diesen Besitz teilen sie mit den Menschen. Sie machen den Inhaber dazu fähig, sich in andere hineinzuversetzen. Elefanten sind des Mitleids fähig. Also ein schöner Tag, der Tag der Elefanten. Und heute die Geburtstage, die wir uns merken wollen. Jesse Owens war ein Vorbild an technischer Perfektion. Sein Laufstil wie eine Maschine. Für den jungen Jesse bedeutet Laufen Freiheit. Du kannst dich in jede Richtung bewegen, schnell oder langsam, wie du willst, sagte er einmal. Und allein mit der Kraft deiner Beine und dem Mut deiner Lunge kannst du gegen den Wind kämpfen. In ihrer fast 40-jährigen Fernsehkarriere hat Iris Berben schon unzählige Auszeichnungen bekommen. Darunter den Bambi, die Goldene Kamera oder den Grimme-Preis. Mit Sohn Oliver verbindet Iris Berben nicht nur eine innige Mutterliebe. Oliver Berben ist Filmproduzent und das Mutter-Sohn-Gespann funktioniert auch als Team beruflich sehr gut. Iris Berben engagiert sich auch sozial und politisch. Unermüdlich kämpft sie gegen das Vergessen des Holocaust und gegen den Antisemitismus. Mit Lebensgefährte Heiko Kiso ist Iris Berben seit 8 Jahren liiert. Happy Birthday, Iris Berben. Ein gewisser Peter Beck sind im Vorzimmer. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht und dann keiner gern nach Haus geht, dann erleben sie unterwegs die dollsten Sachen, mal zum Weinen, mal zum Lachen, und sie machen richtig flott, denn sie tanzen Swing und Hot und sind fröhlich wie der Mops im Paletto. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima, oh oh. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I'll witness your suffering as the battle is high. Das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir habe besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama,
Heute hat Heinti Geburtstag. Heinti und sein Lied Mama. Alle Mütter haben geweint, meine jedenfalls. Mama, ein herzzerreißendes Lied. Auch mir bleibt es als ein wunderschönes Lied in Erinnerung. Von einem Kind, von Heinti gesungen. Keine sang es schöner. Und jetzt die Ereignisse, die sich mit diesem Tag verknüpfen. Mit dem Model T, dem erfolgreichsten Auto der Geschichte und einem 5 Dollar pro Tag Lohn, läutet Ford ein neues Zeitalter ein. Mit dem alten Verfahren betrug die Rekordzeit, in der ein Auto zusammenmontiert wurde, 12 Stunden und 13 Minuten. Mit dem Fließbandprozess dauert es jetzt nur noch eine Stunde und 33 Minuten. Sein Unternehmen produziert nun wirklich 1000 Autos am Tag. Now, here it is, the IBM Personal Computer. In seiner 100-jährigen Firmengeschichte verblüffte IBM regelmäßig die IT-Welt. Und auch diese graue Kiste gehört zu jenen Entwicklungen, die selbst viele Experten nicht für möglich hielten. Ein Personal Computer für den Heimbedarf, klein genug, um auf einen Schreibtisch zu passen und leistungsfähig genug, um die Schreibtischarbeit zu revolutionieren. Bevor IBM den PC 1981 auf den Markt brachte, hatte der amerikanische IT-Gigant zumeist raumfüllende Rechenanlagen im Sortiment, die bis zu 9 Millionen Dollar kosteten und teilweise Tonnen schwer waren. Der IBM PC war mit seinen rund 1600 Dollar dagegen für eine breite Masse erschwinglich. Innerhalb von 3 Jahren wollte das Unternehmen eine 500.000 Computer absetzen. Verkauft wurde mit 2 Millionen Stück das Vierfache. 12.08.1967. Fritz Teufel wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Fritz Teufel, das war der Clown der 68er Studentenbewegung. Ein ernsthafter Mensch. 24-jährigen Studenten Fritz Teufel, angeklagt wegen Aufforderung zur Brandstiftung und inhaftiert wegen angeblichen Landfriedensbruchs am Abend des Schahbesuches, fand 35 Tage nach seiner Festnahme statt, am 6. Juli dieses Jahres. Nach 35 weiteren Tagen der Untersuchungshaft wurde der Angeklagte heute Nachmittag überraschend entlassen. Eine Tatsache, die angesichts des Scherbenhaufens, den der Fall Teufel hinterlassen hat, nur mit halber Genugtuung zu vermelden ist. Diese Szenen waren die unbequemen, manchmal auch geschmacklosen Begleiter eines Falles, der über die universitäre Landschaft hinaus die Autoritäten Berlins beunruhigt hat. Mir bleibt in Erinnerung der Satz, den er gesprochen hat, als der Richter ihn vor Verhandlungsbeginn aufforderte, aufzustehen. Er antwortete, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Das ist eine ungeheure Entzauberung autoritären Gehabes. Und diese Entzauberung verdanken wir auch der 68er-Bewegung.